Our next guest is from Austria, the only country more ideologically about nuclear than Germany. Dominik Wipplinger, Vorstand der jungen Generation der österreichischen kerntechnischen Gesellschaft und Vorstandsmitglied der Nuklearia. Dominik Wipplinger. Danke. Ich habe gelernt, ich habe vor einigen Jahren erkannt, dass die Kernenergie ein unglaubliches Potenzial hat als Energiequelle. Man kann einfach aus sehr wenig Material, aus sehr wenig Kernbrennstoff riesige Mengen an Energie gewinnen. Das bedeutet, um viel Energie zu gewinnen, muss man nur wenige Rohstoffe abbauen und man produziert auch nur wenige Abfälle. Man muss auch nur wenige Rohstoffe importieren und kann sich dadurch von Importen, Energieimporten unabhängig machen. Leider komme ich aus einem Land, wo diese Vorteile nicht wirklich erkannt oder geschätzt werden. Österreich setzt sich bekanntlich auf EU-Ebene sehr stark gegen die Kernenergie in den anderen europäischen Ländern ein, obwohl Österreich selbst davon profitiert, diese günstige und saubere Energie importieren zu können. Das ist leider war lange Zeit ein größeres Problem, aber Österreich steht glücklicherweise damit zunehmend alleine da. In Österreich selbst gibt es leider kaum eine ernstzunehmende Debatte über die Kernenergie. Sie wird praktisch von allen Parteien dogmatisch abgelehnt. Das gehört praktisch einfach zur politischen Kultur in Österreich. Und die Kernenergie ist in Österreich ja sogar mit einem Verfassungsgesetz verboten. Trotzdem hoffe ich, dass Österreich seinen Widerstand zumindest auf europäischer Ebene langsam aufgibt. Denn Österreich ist hier wirklich ein Klotz am Bein der europäischen Klimapolitik. Und darunter leiden wir am Ende alle. Danke.